Guten Morgen. Ja, gestern habe ich nicht mehr so viel gefilmt, deswegen machen wir den Vlog einfach zusammen. Mia versteckt sich schon wieder. Together. Together, ne? Gestern und heute. Und zwar sind wir gestern, glaube ich, schon um 16 Uhr oder 16:30 Uhr ins Bett gegangen. Also jetzt nicht zum Schlafen, sondern wir haben im Schlafzimmer gekuschelt, Grey's Anatomy geguckt und ja, einfach so einen gemütlichen Tag im Bett verbracht sozusagen, ne? Weil ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Kopfschmerzen und dann war ich irgendwie so, ja, nölig, ich weiß auch nicht. Und dann dachte ich mir einfach so, komm, ganz ehrlich, so eine Stunde Mittagsschlaf, ja, und aus der Stunde bin ich Mittagsschlaf, ich bin irgendwie nicht mehr aufgestanden. Ich habe auch nicht wirklich geschlafen, ich habe einfach nur so, ja, so gechillt irgendwie. Jetzt sind wir heute schon um 7 aufgestanden, es ist jetzt auch schon 21:45 Uhr. Dann haben wir hier so ein bisschen aufgeräumt, deswegen sieht so gut aus. Koya hat mir so ein bisschen geholfen und jetzt mache ich gerade das Frühstück. Und zwar habe ich so Aufbackbrötchen im Backofen und ich will jetzt auch noch mal Bratkartoffeln machen. Und das mache ich jetzt erstmal alles fertig und ja, ich nehme euch wieder den Tag über mit. Unser Essen ist jetzt fertig. Ich zeige euch noch mal unseren Tisch, ne? Da ist er. Der hübsche Mann. Der hübsche Mann. Dann der Kolja. Und die kleine süße Mia-Maus. Und bei uns gibt es heute Spiegelei und Bratkartoffeln und ja, Schwarzbrot und so Aufbackbrötchen und Wurst und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt nur gemacht. Also ich decke nicht jedes Mal so den Tisch, ne? Also gleich. Das ist einfach nur, weil die Bratkartoffeln so lange gebraucht haben und ich hatte halt Zeit. Deswegen sieht die Küche auch nicht ganz so schrecklich aus nach meinem Tischdecken. So, Mia, was wolltest du jetzt sagen? Ich hab mein Messer. Da steht Mia drauf, Ja, ne? mit der. Das ist ein Bär. Zeig mal. Mädchenbär. Das sind beide Mädchenbären. Guck mal, da steht nämlich. Könnt ihr das sehen? Mia drauf. Ja, Und wir haben auch was von Ben. Das hat Mia von Koyas Oma geschenkt bekommen. Ja, und das Oder vom Weihnachtsmann. sind beide Mädchen. Und nee. Auf ein Mädchen. Aber Ben hat es vom Weihnachtsmann gekriegt. Naja, ist auch egal. Wir setzen uns jetzt hin und essen schön. Und ja, guten Appetit. Und alles ist alle. Koya hat alles aufgegessen. Baby Ben, was machst denn du da? Isst du mit? Isst du mit? Ja? Er hat hier, man erkennt es leider nicht mehr, was es ist. Es war so ein Knäckebrot-Ding. Ja. Ach so. Hier, steck dir das nochmal im Mund. Zeig uns das nochmal, wie toll du mit isst. Zeig uns das nochmal, Baby Ben. Schnuffi? Guck mal, ess nochmal hier. Ja, Mama macht ein Video. Wie sieht der Fußboden aus? Geht so. Oh! Isst du mit? Mia, Hand weg. So, Mia hat mich jetzt gefragt, ob ich mit ihr das Kinderzimmer noch aufräume. Sie hat wohl schon ein bisschen aufgeräumt. Schauen wir mal. Mia? Mia, hast du dich versteckt? Ach, im Badezimmer ist sie. Also, ihr Zimmer sieht hier noch so ein bisschen chaotisch auf. Oh, sie hat sich voll. Oh, wieso nicht? Dann sperre ich dich im Badezimmer ein. Tschüss. So, also ich werde jetzt erstmal Mias Zimmer mit ihr aufräumen. Und danach werden wir mal den Kleiderschrank so ein bisschen aussortieren. Das habe ich mir schon seit, weiß ich nicht, 2 Wochen vorgenommen. Und das mache ich jetzt mal. Ich mache jetzt erstmal ohne Kamera ihr Zimmer aufräumen. Habt ihr ja schon oft genug gesehen, wie ihr Zimmer aufgeräumt wird. Und dann melde ich mich wieder. So, ich habe jetzt erstmal hier so ein bisschen klatschschiffig gemacht. Also ich habe ihr Bett neu bezogen.
Da durfte sie sich auch aussuchen, welche Bettwäsche. Das ist so eine. Ich glaube, die haben wir mal vom IKEA. Bin mir gar nicht sicher. Und das ist so eine ganz einfache rosane. Passt auch zur Wand. Viel besser als die Elsa-Bettwäsche, ne? Und dann habe ich hier so ein bisschen aufgeräumt, gesaugt und gewischt. Jetzt ist der Kleiderschrank mal dran. Weil wir haben ja so ein paar neue Klamotten von Mia gekauft, für Mia gekauft. Und ich habe ganz viele Klamotten im Schrank, die ihr gar nicht mehr passen. Und ja, die will ich jetzt wirklich mal aussortieren, weil ja, es hat einfach keinen Sinn mehr, ne, die drin zu lassen. Weil Mia nimmt sich manchmal Sachen raus, wenn ich sage, zieh dir mal ein bisschen Socken an, geht sie hin, zieht sich Socken an, die halt nicht mehr passen. Und dann läuft sie da irgendwie mit Socken rum, die so auf 7:30 sitzen. Und das ist ja auch nicht toll. Und so sieht der Kleiderschrank im Moment aus. Also oben Chaos. Hier alles so durchwühlt. Hier sind aber auch zwei Jacken von Ben mit bei. Und unten haben wir so Wühlkisten. Wir haben einmal Schlüpfer, dann Socken und das ist so Unterhemden und so Sonderzeug, so wie zum Beispiel ein Badeanzug oder so. Ja, und das müssen wir erstmal, so ein bisschen aufräumen. Also das hole ich jetzt erstmal alles raus und dann gucke ich mir alles ganz genau an. Und dann kommt es in eine Kiste, was weg kann und dann die neuen Sachen kommen rein. Und dann zeige ich euch nochmal das Endergebnis. 10 Stunden später. Der Kleiderschrank ist jetzt aufgeräumt und ich habe ein paar Sachen aussortiert. Das kann ich euch ja jetzt mal zeigen, so im Schnelldurchlauf. Und drehe dafür mal die Kamera. Also hier seht ihr mal die Sachen, die ich alle aussortiert habe. Dieses ganze Körbchen voll, die sind alle zu klein, aber die können wir noch verschenken oder verkaufen oder wie auch immer. Wenn die dann überhaupt jemand kauft, weil, ja, wo verkauft ihr denn eure zu klein gewordene Kleidung für die Kinder? Weil ich finde irgendwie, bei eBay Kleinanzeigen oder so kauft irgendwie keiner was. Und die Sachen, die sind alle Müll, da sind überall Löcher drin oder die sind halt zu sehr vertuscht. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich nicht zu weit zu nah dran stehe. So, also wie gesagt, hier unten da sind die ganzen Schlüpper, da sind so Strumpfhosen und Socken. Und da sind ganz viele hier Unterhemden und sowas und Halstücher und eine Mütze und ihr Bikini. Und hier fange ich mal an, hier ist ihr Faschingskostüm, der Tiger. Dann sind hier so kleine Jäckchen, die sie so zum Überziehen hat. Und dann kommen hier die ganzen T-Shirts. Also sie hat noch mehr T-Shirts, die sind wahrscheinlich noch in der Wäsche. Aber das sind halt so die T-Shirts, die sie hat. Hier haben wir noch ein paar Bügel frei. Das sind hier alles ihre Pullover. Mein dicker, aber meistens haben wir so dünne Pullover. Und dann kommt hier, das ist hier so ein, das war mein Nachthemd, aber ich finde, das kann man so zu Hause auch mal anziehen. Also kein Nachthemd, sondern so ein Pyjama-mäßig. Mama, ja? hast du mir das geschenkt? Ich habe dir das mal gekauft. Und geschenkt? Ja. Du bist die beste Mama der Welt. Alles klar. Drück nicht so doll. Hier sind ihre beiden Nachthemden. Ein drittes hat sie auch noch. Das ist wahrscheinlich auch noch in der Wäsche. Mama, weißt du was? Einmal hier so. Mir, ich drehe doch gerade was gleich. Einmal hier mit so einer Prinzessin, mit so einer Ballerina drauf. Und hier einmal Hello Kitty. Dann hat sie hier so eine Regenhose. Das ist so eine Latzhose sozusagen. Wir haben, ja, da sieht man es auch. Mia, lass das dann. Geh mal hier zur Seite, es wird mir hier zu eng sonst. Mama kriegt Platzangst. Sie hat auch noch eine normale Regenhose. Ich muss mal gucken. Ich glaube, die hängt da irgendwo. Die halt nur eine Hose ist und keine Latzhose. Und hier sind nochmal zwei Jacken von Baby Ben. Und hier oben haben wir ihre Jeanshosen. Ich glaube, eine ist davon auf jeden Fall auch noch in der Wäsche. Ich habe auch ein paar aussortiert. Und hier, das sind so, ja, so dünne Hosen, so wie Leggings-mäßig. Die ziehen wir halt gerne mal zu Hause an oder auch im Kindergarten oder so, weil sie sich da einfach besser drin bewegen kann. Hier sind auch wieder so dünne Hosen. Und hier, das hier sind Sachen zum Tuschen. Also das hier, das hat zum Beispiel ein Loch, das T-Shirt, das ist aber noch okay. Und die Sachen sind hier voll getuscht. Seht ihr, das kriegt man nicht mehr weg. Und die Hose, die hat auch irgendwo irgendwas Weißes, so Deckweiß oder so war das. Und die Sachen zieht sie dann an, wenn sie tuschen will oder irgendwas richtig Matschiges oder so, was sie zu Hause macht. Zum Beispiel hinten, ganz hinten, seht ihr das? Da ist noch eine kurze Hose. Ich habe aber die ganzen kurzen Sachen mal aussortiert gehabt. Die muss ich demnächst einfach mal wiederholen. Ja, und hoch. Gehe ich mal zur Seite. Ja, das ist dann ihr Kleiderschrank. So viele Sachen hat sie gar nicht. Und aber ein paar Sachen sind halt noch in der Wäsche, ne? Also es ist irgendwie immer was in der Wäsche. Und jetzt muss ich die Sachen halt nochmal wegschmeißen. Wir haben ja so eine O-Tonne bei uns. Da können die Sachen rein, die Altkleidersachen. Und die anderen Sachen muss ich mal zur Seite legen. Und auch im Schrank haben wir ja auch noch ganz viele Sachen. Ich zeige euch
das mal da oben. Wer sich mal fragt, was das Chaos da oben ist, das sind alles Sachen, die mir auch noch zu eng sind. Und die müssen wir mal irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich dafür mitmachen soll. Ich meine, einerseits finde ich manche Sachen einfach zu schade, so zum Wegschmeißen. Aber ich weiß halt auch nicht immer, wem ich das schenken kann. So. Also wer jetzt halt noch die Klamotten braucht in der Größe. Und ja, verkaufen irgendwie, das bringt gar nichts. Ich habe da Sachen bei eBay Kleinanzeigen reingestellt, weiß nicht, für 50 Cent oder so. Will keiner kaufen. Und wir hatten auch mal damals, wo ich noch nicht schwanger war mit Baby Ben, hatten wir mal Sachen beim Babybazar verkauft. Und da war so ein Jäckchen, das hatte er, ich glaube, zweimal an oder sowas, ne? So in Größe 56. Und das hat neu irgendwie 11 Euro gekostet. Das hatte ich so ganz neu gekauft. Das war so das erste, was ich damals gekauft habe für Mia. Habe ich gerade Baby Ben gesagt? Naja, auf jeden Fall für Mia. Und das hatte ich für 50 Cent, wollte ich das verkaufen. Und da kam jemand an und meinte so, ja, kann ich das zurücklegen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wo ich mir denke so, ey Leute, das kostet 11 Euro hat das neu gekostet. Ich verkaufe es hier für 50 Cent. Was muss man denn da überlegen? Entweder findet man es gut und nimmt es mit oder man nimmt es halt nicht mit, ne? Also das fand ich schon echt krass. Und deswegen, wir waren bei so einem Babybazar und haben vielleicht 5 Euro Gewinn gemacht. Also man muss ja einen Kuchen basteln, Kuchen backen. Und Standgebühr und sowas. Und hatten wir, glaube ich, mal 5 Euro oder 10 Euro gemacht und saßen dafür zu zweit 3 oder 4 Stunden. Und Mia musste ruhig sein. Also einmal hatten wir Mia mit, einmal hatten wir Mia noch, ich glaube, meiner Mutter gelassen oder so. Auf jeden Fall war Mia einmal nicht dabei. Und ich finde, das lohnt sich gar nicht. Also jedenfalls bei uns nicht. Ich kaufe zum Beispiel total gerne auf so Babybazaren, aber ja, keine Ahnung, vielleicht muss ich mal bei so einem Kommissionsbazar meine Sachen so hingeben für Mia. Ich weiß auch nicht. Jetzt bin ich jetzt wieder hier oben und esse jetzt, glaube ich, noch eine Kleinigkeit, so ein Würstchen oder so, und schneide noch ein Video und guck mal, wie so mein Video angekommen ist. Das ist jetzt nämlich 14.35 Uhr und um 14 Uhr kam es online, wie immer. Und guck mal, ob es schon ein paar Kommentare gibt. Und dann werden wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen rausgehen, weil das Wetter ist wieder schön geworden. Und Kaya guckt noch Fußball. Wie viel steht's? 0-0. 0-0. Gott sei Dank. Der Haussegen ist noch okay. Koya und Mia gucken sich mein Video an und tanzen dabei zu der Musik. Warte, ich dreh auf. Das war, das war mein Putzvlog, ne? Rein. Haha. Oh, das wollte jetzt keiner sehen. Mia, mach das nach. Hast du auch so einen dicken Bauch wie Papa? Nicht so rumturnen auf dem Balkon, nicht, dass sie da runterfällt. Mia, ja, das runter. Ist voll kalt. Ja, alles klar. Ja, ich geh mal wieder weiter Video schneiden, ne? Was hast du denn hiermit gemacht mit deiner Lichterkette? Zeigst du das mal? Eine Lampe hat sie noch. Leuchtet jetzt ein bisschen heller dafür. Und das hier ist abgerissen. Ja. Und das soll Papa jetzt, was soll Papa jetzt machen? Apparieren. Was soll Papa machen? Apparieren. Reparieren. Ne? Ich soll immer alles apparieren. Reparieren. Geht das? Natürlich geht das. Papa. Klar. Papa schon mal irgendwas nicht repariert. Oh, oh. Nein, du kleiner Wuschelkopf. Die Drachenmama ist da. Lass mich auch noch an. Nee, aus. Aus. Aus, macht er. Aus. Findest du das lustig? Ja. Findest du das lustig? Jo, damit Mia keine Batterien klauen kann. Kleber war das auch noch wieder so. Ja. Mia? Ja? Gönn's dir mal. Komm mal her. Oh, ich hab wieder ein bisschen Unordnung gemacht, ne? Jo. Jetzt warte ich aufs Blag. Hallo, Dicker. Hallo! Was ist?
Machst du mal deine Lichterkette an? Mhm. Was denn da passiert? Alles wieder dran, aber der doch nicht. Nee, der hat gelitten. Schwund gibt's überall mir. Das ist eine Leuchte weniger als vorher. Ja, wollt ihr denn überhaupt gehen, wenn es so wenig ist? Ne? Ja. Gut. Soll ich das hier ans Bett machen? Gut, dann gib mir noch einen Kuss. Weil Bezahlung muss sein. Gut. So, bis später. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Spielplatz. Wir treffen uns jetzt mit meiner Freundin und ihren Männern. Und Mia und Köln sind schon weiter vorne. Und hier ist der kleine Baby Ben. Oh, ihr seht ihn gar nicht. Da sieht man ihn. Der ist ganz dick eingepackt, weil es ist ein bisschen windig. Und es ist auch voll kalt eigentlich. Also hätte ich jetzt nicht so gedacht, was sind irgendwie 10 Grad oder so. Oder 11 Grad sogar. Aber ich glaube, der Wind, der ist ein bisschen blöd. Naja, aber wir müssen ja trotzdem mal raus. Wir sind gestern schon um diese Uhrzeit, ist jetzt 16 Uhr, fast ins Bett gegangen. Und haben den ganzen Tag nur im Bett gelegen. Und dafür müssen wir heute mal ein bisschen raus. Und ja, mal schauen, was wir so erleben werden. Was hast du denn da gesammelt? Für Papa und Mama. Oh. Nur für Papa. Und wieso nicht für Mama? Weil dann kann Papa das im Ofen schneiden. Ja, mach mal. Du aber Mia, wollen wir nicht lieber Stöcker sammeln? Weil das, wenn das brennt, das qualmt nur ganz doll. Das macht nicht warm. Dann lass ich mal. Alles klar, fahren wir mit deinem Roller weiter. Den müssen wir bald mal hochstellen, ne? Mia hat auch eine dicke Regenhose an, eine dicke Regenjacke. Feuer macht auch nur Quatsch. Alles klar. Nicht runterfallen. Ich bin die einzige Vernünftige in dieser Familie. Ich habe gerade gesagt, ich bin die einzige Vernünftige in der Familie, Liebling. Ja, lass das Kind einfach da. Nein, der Dicke hat doch einen Joystick zum Steuern da. Ach so, das ist ein Elektro-Kinderwagen. Nee. Nuklearem Antrieb. So, jetzt Mama. So, jetzt du, Bibi. Ich? Ja, traust du dich oder nicht? Nee. Ernsthaft nicht? Pussy, Pussy. Ja, los, an den Beinen hinhängen. Okay, wir schon voll schön. Los. Ich dreh. Schaffst du nicht? Das hat voll wehgetan. Komm, halt mal vor. Oh, das tut voll an am Bauch weh. Warte, wie soll ich mich ranhängen? Weiß ich nicht. Beinen, ne? Warte, so rüber hast du gemacht? Ja. Das tut voll weh, ne? Ey, wir sind so alt. Liebling! Hast du aufgenommen? Ja! Ganz gut. Warum hast du dich denn losgelassen? Nein, ich dachte, du willst irgendeinen Scheiß machen. Dann ja. Ich wollte dir nur auf den Arsch hauen. Nee. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Die Kinder sind tot ins Bett gefallen, beziehungsweise Ben hat schon ist auf dem Weg eingeschlafen, quasi als wir direkt in der Karre saßen. Ja, Mia war auch extrem müde, das hat man gemerkt. Die war fertig mit der Welt sozusagen. Und ich habe gerade bei Nikis Handy schon die Folie, also das Glas neu drauf gemacht, diese Panzerglasfolie. Ja, eigentlich wollten wir das gemeinsam in so einer tollen Challenge machen, aber ich habe es ein bisschen verkackt. Ich war mal wieder zu voreilig. Und jetzt zeige ich euch, wie ich sie wenigstens bei meinem Telefon neu mache. So, mal gucken, ob meine Frau aus dem Schnelldurchlauf macht. Sehen wir dann. Ja, bin ich auch schon gespannt drauf. Das ist von euch. Ich will auch mal kurz in den Schnurr.
Und dann mache ich einmal so ein Set dran, einfach so ein Wasser, mit einem Alkohol und Kussbuch, dann muss ich das auch anders, das ist So, das war jetzt einfach mal so kurz gemacht, also ist jetzt kein großes Ding. Wird wohl nicht hundertprozentig perfekt sein, so wie ich es mir eigentlich vorstelle. Wie bei meiner Frau glaube ich auch nicht, doch bei meiner Frau ist besser geworden. War ja klar, bei ihr ist wieder besser. So, dann werde ich jetzt meinen ganzen Kram hier wegräumen und vielleicht sehen wir uns später nochmal. Also einen Schluss werden wir noch gemeinsam drehen. Ich gucke mal, ob meine Frau jetzt dazu Lust hat. Dann ist es natürlich besser geworden. Deins ist perfekt. Achso, wo ist deins? Achso, liegt noch am Tisch. Ich gucke gerade die ganze Zeit, hey, sieht doch gut aus. Ja, aber das ist ja mein Handy. Ganz, nee, meins ist ganz klein, tick schräg. Ist ja auch egal. Ich wollte jetzt noch mit dir zusammen Tschüss sagen. Hab ich gut überlegt. Und wo guckt man hin? Da in die Kamera. In die Kamera nicht, guckt nicht man. Aufs Display. Habe ich vor mich drauf konzentriert. Ich muss einfach jetzt gucken. Mach nicht gut, mal. Ne? Das nervt mich voll, wenn ich die okay. Videos schneide, ne? Ich sag immer so und Kaya sagt immer so. Du guckst so gut? Keine Ahnung. Jetzt ich guck einfach da rein und fertig. Ich versuch's ja auch. Mich und du siehst aus wie so ein Professor mit deiner Brille. Hör auf! Das Ding ist doch kaputt. Noch. Wir sagen euch jetzt mal gute sechs Tage. Nacht. Nee, in 7 Tagen dieser Zeit kann ich hoffentlich besser gucken als mit Brille, ohne Brille jetzt so. Liebling! Ja, das habe ich auch gemerkt. So. Dann wollen wir jetzt mal Tschüss sagen, ne? Wir wissen noch nicht genau, was wir essen. Ja, bestellen wir jetzt Pizza? Nee, ne? Wusste ich. Ja, helf mir. Ja. Wir waren nämlich bei mir, ja. Ja, genau, wir waren ja noch, hast du erzählt, wo wir noch waren? Nein, wir waren draußen auf dem Spielplatz. Mama sollte mich vielleicht auch noch sehen, ne? Sorry. Ja, wir waren draußen auf dem Spielplatz, dann war es uns zu kalt, dann sind wir zu meiner Freundin reingegangen und jetzt sind wir zu Hause. Und Ben ist auf dem Weg hierher eingepennt und schläft schon. Das habe ich erzählt, dass die beiden Kinder. Mia schläft ja auch schon und ja, wir sind auch ein bisschen müde. Und wir gucken noch Grey's Anatomy, ne? Und hungrig. Ja, auf jeden Fall wollte Koya unbedingt Pizza bestellen, aber ich habe echt gar keinen Bock auf Pizza. Aber ich muss mal gucken, was wir uns noch so zu essen machen, weil wir haben ja eigentlich nur gefrühstückt. Ja. Ich habe noch die restlichen Bratkartoffeln so zwischendurch aufgegessen, aber sonst Mia, also Mia und also Ben hat ja eine Milch gekriegt und Mia hat bei Tamme gegessen. Mit Tamme zusammen. Ja, und die haben sich ein Küsschen gegeben zum Tschüss sein gegenseitig. Nicht nur eins. Nein, nicht. Hallo, übertreiben wir nicht hier. Sonst gibt es hier. Das ist mein Kind. Akzeptierst du Tamme als Schwiegersohn? Akzeptierst du überhaupt irgendeinen Schwiegersohn? Ich akzeptiere Tamme als Schwiegersohn. Er hat aber grausige Schwiegereltern. Das habe ich mir ja schon gesagt, dass Mia ja eine gute Schwiegermama für Mia wäre. Und du willst ja nur mit ihr mal Sprachnachrichten in den Käfig. Scheiß Funktion bei WhatsApp. Wenn ihr auch diese Probleme kennt oder diese Sprachnachrichten so extrem nutzt wie meine Frau, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Schreibt, ich bin da nur am Hin und Her ja. WhatsAppen. So, wir wollten jetzt eigentlich Tschüss sagen, das dauert jetzt schon wieder 8 Minuten oder was? Nein, ich habe doch vorher schon da drüben gedreht. Achso, ich dachte schon. Wie ich mir anpoliert habe. Ja, alles klar. So, na? Wir sagen euch mal Tschüss. Tschüss. Guck in die Kamera. Ja, aber ich wollte dich küssen und du willst mich nicht küssen. Okay. Muss ich mitleben. Wir sagen jetzt mal Tschüss und wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Video. Bis dann. Bis dann. Tschüss.